Hi, willkommen. Ich bin der Max und ich reise aktuell wieder nach Spanien und wir füllen heute gemeinsam das Spain Travel Health Formular aus, damit ihr am Ende für die Einreise nach Spanien den QR-Code habt. Das erste, das ihr auf jeden Fall immer machen sollt, ist aufs Auswärtige Amt zu gehen, von dem Land, wo ihr einreisen wollt, also in dem Fall Spanien, weil da stehen auch immer diese aktuellen Reisebestimmungen drin. Also da sind immer die Reise- und Sicherheitshinweise und da steht zum Beispiel auch drin, was man alles braucht, wie zum Beispiel jetzt für Spanien entweder ein negatives Testergebnis, das anerkannt ist, Antigen oder PCR, 72 oder 48 Stunden, Nachweis für eine vollständige Impfung oder Nachweis für die Genesung. Das solltet ihr auf jeden Fall vorher abchecken und bereitlegen, weil sonst könnt ihr es nachher eh nicht ausfüllen. Und hier von der Seite kann man auch gleich auf das Spain Travel Health Portal gehen, wo wir das jetzt auch gleich ausfüllen. Falls ihr nicht über die Seite gehen wollt, dann könnt ihr natürlich auch einfach Spain Travel Health eingeben und dann kommt ihr zur Seite. Oder ihr gebt ganz normal diesen Link ein, also es gibt mehrere Wege, da hinzukommen. Und ja, dann sind wir schon auf der Seite und können das jetzt gemeinsam ausfüllen. Hier ist schon der erste Hinweis, wenn Sie mit dem Flugzeug nach Spanien einreisen, müssen Sie auf dieser Seite bleiben. Wenn Sie mit der Fähre, ja, wir bleiben ja mit dem Flugzeug, gehe ich mal davon aus, von Deutschland kommen wir nicht mit der Fähre. Und hier klicken wir noch auf Akzeptieren und dann haben wir hier diese Seite vor uns. Selbst wenn ihr zwei Leute seid, macht das Einzelformular, das ist einfacher. Und dann könnt ihr jetzt hier mal eure Passagierdaten eingeben. Macht das hier mal ein bisschen größer. Im ersten Schritt müsst ihr eure Passagierdaten eingeben, also Nachname, Vorname, Reisepassnummer bzw. Personalausweisnummer. Eure Flugnummer braucht ihr schon, das Ankunftsdatum, E-Mail-Adresse zweimal und das hier unten nur ankreuzen, wenn ihr einen Transit in Spanien habt. Also dafür müsst ihr es dann auch machen. Aber wenn ihr jetzt nach Spanien wollt, dann ist es natürlich euer Endziel, deswegen das hier nicht ankreuzen. Also ich fülle das jetzt mal kurz aus. Ich sollte das eigentlich schon langsam auswendig wissen, so oft wie ich das schon eingegeben habe. Meine Flugnummer habe ich hier mir schon rausgedingert. Und ich komme am 21.01.2022 an. Hoffen wir mal, wenn mein Flug nicht Verspätung hat. Meine E-Mail-Adresse noch. Dann das hier nicht ankreuzen. Und das hier nur ankreuzen, wenn die eingegebenen Passagierdaten für einen Minderjährigen sind, haben wir ja in dem Fall auch nicht. Dann sind hier noch, ja, ich bin ein Mensch und ja, ich habe diese Information natürlich verstanden und können wir sich natürlich durchlesen. Und dann gehen wir weiter auf Senden. Das Wichtige ist, ihr müsst auch wirklich gucken, dass alles richtig ist, weil ihr könnt es danach nicht mehr ändern. Also es kann nur noch der Vor- und Nachname geändert werden, die anderen Felder aber nicht mehr. Also guckt auf jeden Fall, dass alles richtig ist. Senden. Weiter. Hier kann man sich jetzt noch registrieren lassen. Ich mache einfach weiter, weil dann habe ich es einmal per E-Mail. Das reicht mir ja, das Formular. Das heißt, wir haben jetzt hier mit unserer E-Mail einen Code bekommen und den können wir jetzt auch eingeben. Also das heißt, wir geben hier unseren Sicherheitscode ein und oben unsere Reisepassnummer und klicken auf Fortsetzen. Dann kommen wir in das nächste Formular und da geht es jetzt ab mit 5 Schritten. Erster Schritt, persönliche Angaben. Bisschen was steht schon drin, da muss man gar nicht so viel machen. Dann gebt ihr noch eure deutsche Handynummer an. Euer Geburtsdatum wollen sie noch, dann gebt man das mal noch an. 29.04.1993, so. Am besten über die Felder eintippen, funktioniert nicht. Und eure Anschrift hier in Deutschland, das heißt, da gebt ihr eure Anschrift ein. In Deutschland und in eurem Bundesland und eure Stadt noch und Postleitzahl und dann klickt ihr auf Speichern und weiter. So, dann Auskunft zum Flug nach Spanien, also Angaben zur Reise. Auch da haben die schon festgestellt, okay, ich fliege mit Ryanair, die Flugnummer und die Sitzplatznummer brauchen wir jetzt noch. Muss ich gerade noch mal nachschauen, das ist 18e bei mir. Und das Wichtige ist, ihr könnt den Health Pass übrigens nur 48 Stunden vor Einreise ausfüllen. Also dann solltet ihr die Sitzplatznummer schon haben, ihr solltet schon online eingecheckt sein und ja, dass ihr die Sitzplatznummer habt, weil ohne das kommt ihr nicht weiter. Also man kann es schon anfangen auszufüllen. Ich habe das letztes Mal so gemacht, weil ich noch keine Sitzplatznummer hatte. Aber die wollen die halt auf jeden Fall noch machen. Aber man kann es auch nachtragen, falls ihr die noch nicht habt und es schon irgendwie anfangen wollt. Gut. Dann als nächstes brauchen wir die Anschrift vom Aufenthalt, also den Ort, den wir als erstes besuchen. Da braucht ihr euren Hotelname bzw. Straße, Nummer, Stockwerk und alles und wo das Ganze ist. Ich habe mir das schon mal rausgeschrieben. Ich fliege übrigens nach Malaga praktisch und bin im ersten Tag noch an einem Flughafen ganz in der Nähe in einem Hostel, weil ich sehr spät am Abend ankomme
Und da hatte ich keine Lust mehr, in der Nacht noch mega wo weit hinzugehen. Deswegen mache ich das am nächsten Tag. Und jetzt muss ich das mal schnell schauen, wo das sich befindet. So, da muss ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen rumgucken, okay, was ich da jetzt eingebe. Da macht es einfach nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe jetzt einfach mal die Straße von dem Hotel eingegeben und da stand hier Malaga. Und ich glaube, die Postleitzahl passt hier auch überein, 29140. Hier stand nämlich im Booking.com Juliana. Und man weiß jetzt nicht, okay, ist das jetzt eine kleine Stadt? Ist das ein Viertel oder sowas? Was ist die Provinz? Da guckt ihr dann einfach mal bei Google Maps oder bei Wikipedia, was da so drin steht, wenn ihr da nicht weiterkommt. Also Andalusia, das ist praktisch ganz unten. Dann Provinz ist Malaga und Ort. Diese autonomen Gemeinschaften, das sind praktisch in Spanien wie bei uns die Bundesländer sozusagen. Also es gibt da auch nur 17 Stück. Und da müsst ihr halt gucken, okay, in welcher Seite ihr einfach googeln und dann findet ihr das raus, falls ihr das nicht wisst. Woher soll man es denn auch wissen? Genau. Dann habe ich soweit jetzt alles ausgefüllt. Bitte markieren, falls die ständige Anschrift während des Aufenthalts im Land ist. Ist es bei mir nicht. Ich ziehe nämlich danach weiter. Also drücke ich mal auf Speichern. Dann Reisevorgeschichte. Da muss man einfach auswählen, okay, wo war man die letzten 14 Tage? Wir gehen von Deutschland aus nach Spanien und wir sind in Bayern. Und sonst war ich die letzten 14 Tage nirgendwo anders. Deswegen kein Land hinzufügen. Ich kann mal das hier wieder wegmachen. Und wir fliegen wegen Tourismus dorthin. Speichern und weiter. Das Herkunftsland ist Deutschland. Das könnt ihr einmal gespeichert, können Sie nicht mehr ändern. Aber ja, wir kommen aus Deutschland, also können wir das machen. Dann kommen wir zu den Gesundheitsfragen. Nummer 4, also wir sind schon fast durch. Das ist für die Einreise in Spanien zwingend erforderlich. Hatten Sie in den letzten 14 Tagen nachweislich Kontakt zu jemandem mit Covid? Hatte ich nicht, nein. Dann wählen Sie den Typ des Zertifikats, das Sie haben. Wir haben ja oft dieses EU Digital Covid Zertifikat, das wir ja da haben. Und das soll man jetzt am besten auch noch hochladen. Ich habe mir das schon mal runtergezogen. Und es wird danach auch gleich geprüft. So war es zumindest das letzte Mal so. Also es ist das Zertifikat von meiner Impfung. Das heißt, ich drücke hier auch Impfung. Hier wählen Sie das aus, wenn Sie nicht in der Lage sind, das hochzuladen. Falls es irgendwie nicht klappen sollte mit dem Hochladen, wie gesagt, ich zeige euch auch nochmal hier schnell, wie ich das Ganze dann gemacht habe. Also ich bin einfach in meinen Covid-Pass reingegangen, bin auf weitere Infos gegangen, habe dann runtergescrollt und bin dann auf Anforderungen gegangen, habe mir das Ganze aufs Laptop geschickt und das ist die PDF-Datei, die ich dann da hochgeladen habe. Und sollte eigentlich soweit passen, deswegen wir versuchen das jetzt mal zu validieren. Ah ja, okay, es hat jetzt geklappt, ich habe es einmal kurz gedreht, vorher hat es nämlich einmal nicht geklappt. Versucht es einfach ein zweites Mal nochmal, wenn es wirklich gar nicht klappen sollte, macht mal einen Screenshot, das habe ich schon gemacht und dann hat es auch funktioniert. Also wichtig ist, dürfen halt nur PDF, PNG, JPG und solche Dateien eben sein. Vielleicht manchmal zweimal hochladen. Wie gesagt, ich habe es jetzt einmal gedreht, jetzt hat es funktioniert. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall validiert, das heißt, wir können speichern und weiter. Ganz wichtig natürlich auch, habt lieber was Ausgedrucktes noch dabei, wo ihr dann vorzeigen könnt oder halt eben am Handy den Covid-Pass oder so, dass ihr das halt vorzeigen könnt. Also nur so als Tipp, manche wollen da immer sehr gerne noch ein bisschen Papier sehen, aber eigentlich sollte alles klappen. Also wir können da auch nichts, deswegen, ja, das passt. Dann Schritt 5. Hiermit erklären wir, dass unsere Angaben richtig gemacht worden sind. Wir machen das so und wir beenden den Prozess. Hier steht es auch nochmal, bitte denken Sie daran, dass Sie für die Einreise nach Spanien den soeben erhaltenen Ausweis und die beim Ausfüllen des Formulars angegebene oder vorgelegte Impfung, Diagnose, genesenen Ausweis mitbringen müssen. Kinder unter 12 Jahren müssen den QR-Code nicht vorlegen. Also da steht es auch nochmal, nehmt es auf jeden Fall nochmal mit. Ihr könnt es einmal in eure Wallet hinzufügen oder PDF-Format oder beides machen. Ich mache mal beides. Und dann sind wir fertig. Ich zeige es euch noch, wie es aussieht bei mir. So sieht das Ganze dann aus. Fast Control, es ist alles drin. Ausweisnummer passt und Flugnummer. So sollte das aussehen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es geholfen hat. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß in Spanien. Falls ihr ein paar Reiseinspirationen braucht, dann könnt ihr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich bin vor Covid damals losgegangen und ein bisschen in das Covid reingegangen, aber weiter auf Reisen geblieben und gewesen. Deswegen, falls euch das interessiert, gerne mal vorbeischauen. Ansonsten viel Spaß in Spanien. Bis zum nächsten Mal. Ciao.